So, ich bin jetzt gerade bei Kartonmodellbau. Schauen wir uns mal an, was alles so möglich ist. Ihr seht, sehr detailgetreue Gebäude sind hier möglich, aber auch Fahrzeuge. Und das in verschiedenen Maßstäben. Ne? Wir haben jetzt hier zum Beispiel mal die Burg Hohenzollern, skaliert auf 1 zu 500. Das ist hier nicht anders. 1 zu 750 die Prager Burg. So, und es gibt nicht nur hier Burgen. Wir können ja hier mal auf die größeren Sachen gehen. Wir haben hier eine Westernstadtprojekt mit Innenleben, Eigenkonstruktion 1 zu 87. Das ist was zum Beispiel für die Modellbahn, die kann man auch dort aufbauen. Na, und durch diesen Karton kann man natürlich den auch farblich gestalten, beziehungsweise viele gibt es auch schon als Karton aus, also die man als Vordrucke kaufen kann im Internet. Oder man kann sie sich runterladen und dann ausdrucken am Farbdrucker und dann hat man schon die richtige Farbgebung. Man kann natürlich auch die Möglichkeit, ne, indem man das vielleicht selbst, also als weißen Bogen hat und dann halt selber ausdruckt und dann halt bemalt. Ne. Ihr seht da zum Beispiel so einen Kühlwagen, das haben wir auch schon mal, hatte ich auch schon mal gesehen. Kann man auf dem Fahrgestell machen oder eben man baut halt aus Pappe ein Fahrgestell. Und dann kann man das auch mit Türen zum Klappen machen. Also das ist alles möglich. Kartonmodellbau ist halt was für den Abend oder für die kalte Jahreszeit. Oder wenn es mal draußen schmuddelig ist, dann kann man mit so einem Kind oder auch selber mal was selbst kreieren. Genauso kann man halt auch vielleicht Geschenke bauen. Ne, wer jetzt sagt, oh, ich habe kein Geld und so. Gerade Kinder, ne, die können da was Schönes basteln für die Eltern. 1 zu 400, 1 zu 500 hier Schloss Neuschwanstein zum Beispiel. Na, die Dampflok habe ich schon gesehen. Hier haben wir zum Beispiel auch die Wartburg und ein einfaches Wohnhaus. Also wie gesagt, die Grenzen sind vielseitig, die machbar sind. So, im Hintergrund seht ihr, da entsteht gerade ein Klavier. Das werden wir uns auch noch ansehen. Dann gehe ich hier mal rum. Was wir hier noch sehen, ja, hier mal so, guck mal da, zum Beispiel Völkerschlachtdenkmal, beziehungsweise das ist nicht das Völkerschlachtdenkmal, das ist der Bismarckturm. Und was ist das Gute am Kartonmodellbau? Ja, die Grundausstattung, die habt ihr im Haushalt meistens schon vorhanden. Ihr braucht es ist geruchsneutrales Basteln. So, dann habt ihr, bemalen ist möglich, aber bei den Bausätzen nicht immer nötig, weil es ja schon fertig vorgedruckte gibt. Dann es ist entspannend, also wer einen stressigen Job hat, man muss hier echt sich Zeit nehmen und ganz geduldig dran arbeiten, damit halt solche Modelle entstehen können. Dann Wenn ihr so eine Vorlage kauft, dann geht es ja numerisch los. Also sprich, ihr fangt mit 1 ab und arbeitet euch langsam nach vorne. So, dann der Leim, der ist unsichtbar und bastelt natürlich unsichtbar ab. Lasercuts sind auch separat erhältlich. Reparaturen, wenn mal was kaputt geht, klar, das könnt ihr natürlich leicht durchführen, das ist kein Problem. Problem ist hier eher, also die Nachteile von dem Ganzen sind viel Handarbeit, also man muss schön filigran arbeiten können, gerade wenn man die kleinen Modelle hat. Wenn ihr irgendwo einen Fehler macht, dann zieht sich der durch das ganze Modell durch. Das heißt, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel eine Seite zu lang macht, dann passt das Dach dann an der anderen Seite nicht. Es dauert halt bei vielen Modellen etwas länger von der Bauzeit, gerade bei solchen Projekten. Und manche Bauabschnitte tun sich natürlich wiederholen. Und fertige Modelle, je nach Maßstab, klar, die nehmen natürlich Platz weg, außer ihr nehmt halt kleinere Modelle, das ist klar. Also hängt natürlich auch vom
Maßstab ab. So, jetzt sehen wir mal so einen Beispielausdruck, wie das Ganze aussieht. Ihr seht, das sieht man dann. Und hier sind dann die Kanten, wo dann umgedreht wird, beziehungsweise umgefaltet wird und dann verleimt wird. Das ist alles schön beschrieben, wo was auch hinkommt. Deswegen steht ja hier A2, A5 und so weiter. Ja, und da gibt es natürlich viele, viele Bastelbögen, die man hat. Und hier zum Beispiel ist jetzt entstanden ein Klavier aus vielen Teilen. Und da seht ihr mal auch, was hier möglich ist. Und hier habt ihr die Vorlage dazu. Genau, und hier seht ihr mal, einfach ein Cuttermesser nehmen und dann könnt ihr an den Kanten nachschneiden und dann wird das praktisch ausgeschnitten und am Ende mit einem Kleber zusammengeklebt. Cool. So sieht das Ganze dann aus, wenn es ausgeschnitten ist. Ah, das muss dann bloß noch miteinander verbunden werden, verklebt werden. Und dann wird es entweder ein fertiges Klavier oder eben die Vorlage, die ihr euch gekauft habt. Ja, wie ihr seht, kann man vieles draus bauen. Und man kann natürlich auch kleine Städte sich bauen, kleine Dioramen sich bauen. Man kann kleine Geschichten draus basteln. Das ist alles möglich mit sowas. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eine Modellbahnanlage habt, könnt ihr die natürlich damit ausschmücken. Und ihr könnt natürlich auch Geschenke machen oder eben einfach eurer Kreativität freien Lauf lassen, beziehungsweise nicht nur das, ihr könnt auch dabei gut entspannen. Ja, Kartonmodellbau, mal vorgestellt.